es muss auf jeden Fall noch ein paar Lichter platzieren überall. Damit das sich ein bisschen beruhigt hier hinten. Weil während wir bauen ist immer doof, wenn dann jedes Mal ein Pimmel in die Luft geht, deswegen mache ich jetzt einfach noch ein paar Lichter hin. Und hoffe, dass das die Creeper-Produktion einschränkt ein wenig. Allgemein die ganze Mob-Produktion, die hier hinten stattfindet. Macht sich beim Bauen immer ein bisschen doof. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht auf friedvoll gehen, muss man sich halt dann abfinden und dann halt Lösungen finden. Ich hoffe nur, hier kommt keiner hier hoch, weil dann werde ich böse. So. Ja, so viel zum Internet. Und ich gucke mal auf den kleinen schlauen Zettel, den ich mir gemacht habe. Neuer Kanal, letzte Folge. Ah, nee, habe ich nicht. Ich stimmt halt nicht. Ja, das war's, was ich eigentlich schon alles aufgeschrieben habe. Wow. Klasse. Ich bin wieder ideenlos. Nein. Schlimmere Sache ist, wenn man so einen Zettel macht, dann verlässt man sich irgendwann auf den Teil drauf, was man diesen Zettel hat. Und wenn man dann nicht mehr auf dem Zettel steht, dann denkt man sich so, habe ich ja jetzt auch gemacht. Ich habe auf dem neuen Kanal, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich schon draußen sein zu der Zeit, wo ich das jetzt hier ausstrahle, deswegen sage ich es einfach mal schon. Da habe ich ja nach langem Fragen, ich wurde ja so... Oh, what the... Moment, du musst was essen. Hui, das habe ich nicht mehr zu essen, okay. Nach langer Zeit des Fragens habe ich mich doch endlich dann dazu entschlossen, ein... verarsch mich nicht. Ich tue mich nur kurz, ich verstecke mich nicht. Es ist taktischer Rückzug. Ich nicht so, dass ich Angst hätte um mein Leben. Nein, 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 nein. Ich mach genau. Mach das immer so. Komm her. Wo ist er? What? Da hat er mich aber verarscht jetzt, hä? So ein gerissener Lümmel. Guckst du nach vorne oder immer schon hinter dir? Das war's aber auch schon für ihn. Jetzt sind wir jetzt hier mal am Boden rein. Hat Boden gesagt? Nein, habe ich nicht am Boden gesagt. Bin schon. Aha! Keiner von euch kriegt mich und ich komme jetzt auch nicht mehr raus hier. Na, haha. Hahaha. Jetzt sehe ich gerade. Hätte ich vielleicht doch nicht alle Halfsets zum Balancer. Nacken. Gewitzte Köpfe wie ihr haben das sicherlich mehr Angst bemerkt und haben mir dann in die Kommentare geschrieben. Brainlish. Oder auch nicht, das ist halt Frage an der Sache. Und ich werde... So, wenn ich jetzt hier, dann ist passiert das... Okay, gut. Theoretisch gesehen kann ich doch aber... Ah, das gleiche ist der Gang. Cool. Okay. Mensch. Das sieht nur dumm aus. So. Okay, hier ist der Gang. Ich bin jetzt mal so dreist und mach einfach. Das hier noch alles zu. So. Ich hab eine Fackel. Und leuchte das hier aus. Komm ich auch super da oben ran. Klasse. Oh. Nicht klasse. Jetzt habe ich hier unten eine... einen Weg dann auch in die Turmbau rein. Das gefällt mir, wollte ich eigentlich gar nicht haben. Jetzt habe ich es doch. Und dann gehen wir jetzt wirklich nochmal in den Flymode rein. Denn ich würde gerne sehen, wie das aussieht. Ja, klasse. Oh. Naja, wenn das nicht wäre...
Und wenn das auf jeder Seite dann so ist, warum nicht? Vielleicht soll man es auf 1 erhöhen, dass es sich vielleicht noch ein bisschen vom Rest abhebt. So, Game on. Moment, wir erhöhen das mal noch um 1. Wie mache ich das am besten? Also erstmal gehe ich hier komplett einmal rum. Habe ich noch? Habe ich nicht. Mein Gott. Wenn ich will, dass die sich nach hier öffnen. Wenn die sich nach hier öffnen würden, wäre das ein bisschen doof. Dann könnte ich nämlich gar nichts mehr machen. So. Das sind zwei Stellen dran, das sind 20. Nicht. Mach die hier. Sau. Sausage. Hier hat man dann natürlich die normale Mauer. Dann haben wir hier halt jetzt die. Cool, dann unterscheidet sich das dann natürlich auch nochmal extra. Ja, die habe ich dann halt eine verlängerte, vergrößerte. Boah, Moment. Boah, geil! Ich habe einen Erfolg gezielt. Ist das geil, von der Festung den Erfolg Scharfschütze erzielt. Sagen wir mal einer erzählt, die Festung wäre nicht geil, ey. Ohne Mist. Krass. Cool. Ah, bin ich jetzt gefreut. Okay. Dasselbe jetzt hier. Boah, das freut mich gerade richtig mega. Cool, von der Festung den Erfolg Scharfschütze erzielt. So. Oh, noch 24 und noch 30 davon, dann können wir das jetzt zurückpacken und geht's zum nächsten Turm weiter. Hab ich kurz einen Fraps-Cut gemacht, der ein bisschen länger gedauert hat. So. Ich glaube, ich hatte jetzt... ging das ging 1 über. Okay, die 3er waren 1 über. Jetzt da kommt auch noch eins hin. Und hier kommt noch eins hin. Wie war das denn hier? Habe ich da einfach 2 gemacht oder wie? Aus, eins rein. Ach so, okay, alles klar. Das heißt hier und hier kann man weiter. Alles klar. So, dann geht's. Das brauche ich noch. Kann ich nicht verballern diesmal. So. Da muss ich ja sowieso. Das muss ich ja machen. Okay. So. Ich kann dann theoretisch erstmal komplett eine Reihe hier reinziehen. Ja, ich muss schon. Ja, okay, ich muss schon neue machen. Machen wir halt neue. Aber nicht schlimm, passt schon alles. So, 24. War das so? Ja, genau. So war das. Und dann packen wir jetzt hier jeweils noch einen drauf. So, ein Turm von oben fertig. Gehen wir zum nächsten. Was denn erstmal hier oben? Das werde ich mir nur mehr einfach was runterziehen. Das ist ja gerade der Name gewesen, weil ich war jetzt gerade leicht perplex. Hey, wie kommt der andere Spieler auf den Server? Das ist ja nicht unser. Doch, momentan ist es so, weil ich ein paar spiele. Strange. Kannst du eh nicht drauf ohne. Das finde ich ein bisschen doof, dass man da irgendwie das von sich im Sommer hosten muss und so. Ich meine, wenn man das Spiel hat, Minecraft, oder ich weiß nicht, ob ich da jetzt Scheiße erzähle, aber wenn man das Spiel hat, dann muss ich doch nicht extra im Sommer hosten, um mit Leuten und Freunden auf meinem Spiel spielen zu können, oder? Verstehe ich das falsch.
Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Hinter dem kommt so einer. Das heißt, hier kommt so einer. Nochmal rein hier, nochmal neu machen. Die Hühner gehen echt auch absolut gar nicht auf die Nerven. Nein, die stören mich nicht. Überhaupt nicht. So, das ist der. Und dann geht hier noch ein raus. Dreier. Dreier. Achso, okay. Ja, wieder einmal Problem gelöst. Weil ich einfach mal ein Held bin und... Lassen wir das lieber, sonst muss ich mich am Ende noch selbst auslachen für das, was ich sage. Hab ich heute gar nicht so die Lust dazu. Dann kann man ja voll geil von hier alles sehen. Das ist echt eine gute Idee gewesen. Gute Idee, hast du gemacht. Hier muss ich jetzt bloß ein bisschen, da muss ich mich alles abweisen dann später. Wollte aber jetzt auch nicht so das Ding sein. Gucken, ob ich jetzt einmal ohne Nachschauen hinkriege. Also... Doppelt dahin. Flug, flug. Dann kommt hier jetzt in die Dreier hin. So. Und auch hier kommt drei hin. Ups, das war falsch. Das war nicht so wild. So. Wieder den Stein. Alter, wie viel Stein wir hier verballern, das geht gar nicht. Ich hab nicht mal welchen. Oh mein Gott. Alles futsch. Na gut, die haben also auch mehr als genug Stein noch drin. Die haben also keine Probleme. Vor allem die Level steigen gut dann durch das Steinbrau. Steinbrauen vor allen Dingen. Den braunen Stein. So. Gut, dass ich eine Mutterwerkspitzhacke habe. Und gut, dass ich die nicht brauche. Oder dass sie sich sofort wieder in mein Inventar reinschleichen, finde ich auch mega spitze. So. Natürlich die auch herkriegen. Und wenn da zwei, drei neue Hühner in der Landschaft sind, ist das auch nicht schlimm. Da haben wir wieder was für die Weltbevölkerung der Hühner beigetragen. The Nation of the Chicken. So, einmal ohne hingucken. Wunderschön. Jetzt begeben wir uns nach unten. Utsch. Und machen erstmal eine Off-Slab, bringe ich hier rein. Wollen wir mal so ein bisschen Laub abernten. Warum nicht? Kann man auch mal gebrauchen. Natürlich ist genau hier drunter wirklich der größte Baum, den man noch irgendwie nur finden kann, entstanden. Wäre ja zu einfach sonst. Muss man das zweimal? Nicht mal einmal. Ich bin schon gewundert, warum der jetzt auf einmal anfängt zu decayen, aber... Anscheinend habe ich mir den Ast weggenommen. Dann habe ich dich beschädigt. Also. Keine Ahnung. Frag den Baum nicht mich. Ich bin kein Baum. Ich kenne mich mit der bäumlichen Beschaffenheit von Bäumen nicht so aus. Bäumliche Beschaffenheit von Bäumen. Wunderschönes Wortspiel. Oder auch nicht. So, dann haben wir jetzt richtige Steine und die können wir jetzt anzumachen. So Steinverschwendung. Nehmen wir mit und nächster Stapel. Müssen wir dann noch im Endeffekt ein bisschen gucken, dass wir dann wirklich auch überall die Festung bis zum Boden haben. Außer an der Einstelle, ich glaube bei der Stelle mit dem Farmhaus werde ich die Festung nicht bis zum Boden machen, sondern werde die in der Luft enden lassen. Das zeige ich euch dann, ob ich das meine.
Die Sterne, genau.